Die ersten Herren des BTTC Grün-Weiß haben es endlich geschafft. Am letzten Spieltag der Verbandsoberliga sind sie mit einem 7:2-Sieg gegen den Hermsdorfer SC in die Meisterklasse aufgestiegen. Den Aufstieg endlich mal festgemacht und sind echt froh, dass wir auch mit dem bisschen Pech, was wir hatten, mit der einen Niederlage, dann es jetzt doch noch geschafft haben, endlich in die Meisterschaftsklasse aufzusteigen. Ja, natürlich war der Aufstieg dieses Jahr unser Ziel. Und nachdem wir gegen Wannsee verloren haben, waren wir erstmal sehr enttäuscht. Zum Glück hat es jetzt am Ende trotzdem noch gereicht. Nach einer extrem unglücklichen 4:5 Niederlage gegen den TC Weiße Bären Wannsee stand der Aufstieg auch in dieser Saison wieder auf der Kippe. Da die Weißen Bären jedoch später eine 4:5 Niederlage verbuchen mussten, sorgten die wesentlich besseren 45:9 Matchpunkte von Grün-Weiß für den verdienten Aufstieg am letzten Spieltag. Das Aufstiegsspiel, das Aufstiegsendspiel gegen den Tabellenletzten Hermsdorfer SC an diesem Sonntag war natürlich ein Pflichtsieg. Sebastian Schnee ließ hierbei auf der 6 auch nichts anbrennen, hatte bereits nach kurzer Zeit mit 6:0 und 6:0 gegen Anton Wilke gewonnen. Ich durfte heute schon ganz früh um 9 Uhr ran und die meisten Leute haben mich gar nicht gesehen, weil das Einzel relativ schnell wieder vorbei war. Auch Jakub Gewert gewann sein Spiel auf der 2 souverän mit 6:1 und 6:0 gegen Björn Bodner. Der gebürtige Pole unterstützt den BTTC Grün-Weiß nun schon in der zweiten Sommersaison und wird auch im nächsten Jahr in der Meisterklasse wieder mit dabei sein. I'm happy that I could win and could help my team to win the match, and Aufstieg in the Masterklasse is our success this year, so we are really happy that we are going up and we will be playing the higher class in the next year here. BTTCler Dario Homuth musste sich nach einem umkämpften und langen Match gegen Marvin Jäger geschlagen geben. Nach einem 5:7 im ersten Satz verlor auch den zweiten knapp im Tiebreak mit 6:7. Einen wieder schnellen Sieg konnte Tim Hahn einfahren. Er gewann klar mit 6:0 und 6:2 gegen Yannick Zimmer. Heiß erwartet war dann natürlich das Spiel auf der 1. Der gerade einmal 15-jährige Alessio Vasquez-Gerke stand hier für Grün-Weiß auf dem Platz und spielte gegen den Hermsdorfer Konrad Mularczyk. Vasquez-Gerke spielt bereits seit seinem 4. Lebensjahr Tennis bei Grün-Weiß und ist eines der ganz großen Talente des Vereins. Sein Spiel gewann er eindeutig mit 6:2 und 6:3, auch wenn es im zweiten Satz hitzebedingt einen kleinen Durchhänger gab. Aber es war sehr heiß, deswegen war ich auch ein bisschen kaputt. Vor allem im zweiten Satz, deswegen lag ich auch 0:3 hinten dann. Und ja, zum Glück habe ich es dann noch gewonnen am Ende, 6:3 und habe gut gespielt. Also ich war sehr zufrieden heute. Den vorzeitigen Aufstieg nach den Einzeln machte dann Wojciech Urban klar. Er siegte gegen Kolja Weidlich mit 6:2 und 6:1 und konnte direkt nach dem Matchball mit seinem Team den Aufstieg feiern. Besonders gefreut hat sich natürlich auch Diego Vasquez. Er ist seit 1993 Trainer bei Grün-Weiß und hat viele der heutigen Gewinner schon in der Jugend trainiert. Ja, ich freue mich riesig heute, dass wir aufgestiegen sind. Ich bin ja Trainer seit 25 Jahren in diesem Verein. Wir haben eine super Trainingsgruppe. Heute haben vier Spieler, die von unserer Jugendarbeit rauskommen. Die haben hier angefangen mit 4 Jahren Tennis zu spielen. Heute feiern wir zusammen. Eine gute Jugendarbeit zahlt sich halt aus. Jetzt wird aber erst einmal der Aufstieg und die erfolgreiche Saison gefeiert. Wir gratulieren natürlich auch noch einmal dazu und wünschen alles Gute für die nächste Saison, wenn die Herren, die ersten Herren des BTTC Grün-Weiß in der Meisterklasse antreten werden.